Moin alle Guten, es sind die dort, an Haut, Bitzen, an Paschermeer in Dingenstein. Also, für die, die ich vielleicht schon einmal gesehen haben, das hier ist ein Dingenstein. Und ein Dingenstein hat man auch einmal durchgebastelt. Aber das ist ein Dingenstein, weil das am Fungal etwas, was der erst auffallen lässt. Das ist ein Dingenstein, was es nicht gibt, aber was der erst auffallen lässt. Das kann ausgesehen, wie der Lust tut. Das ist am Anfang grob sie gesprungen. Es geht just darum, dass es erst gefällt und dass es erst der ist. Schon erst ein paar Mappbräute, schon ein paar gemäht. Und zwar aus verschiedenen Materialien. Der braucht nur nicht großartig Stoff kaufen zu gehen. Das hier ist ein Rest. Also, das war ein Küchentuch. Und ich habe am Anfang hin, dort raus gebitzt. Das ist die Nähe. Und hier. Den heute, das war ein Handtuch, was ein bisschen knascht, was ein altes Handtuch war. Und schon den Händedresse gebitzt. Das ist gesehen, die können am Fungehol aus ganz normalem Material kann der ein Dingste ja bitzen. Schon ist da noch zwei Häufchen drunter gestellt, das wollte ich dir erklären. Für dich. Das hier als ein aus Filz, das muss aber nicht Filz sein. Hier geht es darum, für die Kinder, die keine Lust tun zu bitzen, die können auch paschen. Dafür brauchen wir mal ein Paschpistol. Und den heute, den ist komplett gepascht, außer Nuss. Das erkläre ich aber noch. Das ist die Nähe. Und den anderen, als wenn es dir zu kompliziert ist, für das ganz gebitzt, die könnt ihr noch mohlen. Den heute, als er seinem Küssen, habe ich am Fungehol in Form ausgeschnitten. Und dann habe ich mit den Stiften, die nicht so aufgehen, habe ich ihn drauf gemalt. Das geht doch. Das ist ein ganz einfaches System. Überlege ich, wie ich es machen will. So, kann man vielleicht malen. Also, als allererstes male ich auf einem normalen Papier ein Dingenstein. Was ich immer mache, ist, ich fahle, also ich male ihn auf einen Bleistift ab und dann fahle ich ihn und dann lehne ich ihn so zusammen, um zu gucken, ob das ganz passt, ob das nicht mit groß ist oder ob das ganz ein bisschen symmetrisch ist. Also, und dann holen wir uns zwei Stecker Stoff. Das ist schön, dass das heute geholt. Also zwei Stecker Stoff, die plus oder minus dieselbe Größe tun. Und wir legen als Dingenstein drauf. So. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, für das ganze Lodo drauf zu kriegen. Und zwar, entweder holen wir einen Bleistift oder einen Stift. Und wir fahren rundherum oder wir spengeln das Ding nun, wenn wir dann Nullen fangen. Schmengen heute drauf. So, da sein. Die Nullen können wir auch ausspengeln. Das geht auch, für das er nicht verrutscht, wenn wir ihn abzeichnen. Also, kann man machen. Es gibt aber auch die Klammern, die hier. Die halten das ganz auch. Aber da haben wir das Problem, dass die relativ klein sind. Dafür müssen wir das mal sehen. Ich weiß nicht, ob du nutzt, ist die ganz gut. Also der Bleistift. Und da fahren wir rundherum. Also aufpassen. Der darf nicht so viel noch rundherum fahren, weil wir müssen das Ganze hier nutzen, bitzen und da brauchen wir ein bisschen Bauch. Ungefähr die dritte Breit. Also, wenn wir das dann abzeichnen, lassen wir so viel Platz rundherum. So. Voilà. Auf den zwei Seiten. Ziehen wir ab. Und wir fahren so rundherum. Voilà. Sieh zu. Holen wir uns null. Und da wäre es gut, wenn wir die Dinge zeigen können. So, voilà. Dann holen wir einen Scheier. Das ist ein bisschen groß. Du musst aufpassen, wer fangen. Also, das sind wirklich. Es gehen Scheieren für Papaya zu schneiden und es gehen Scheieren für Stoff zu schneiden. Und die soll ich auch nicht mehr nicht vermischen, weil sonst geht es nicht mehr. Also es funktioniert nicht mehr, dass sie nämlich so gut schneidet. Also und das schneiden wir am Fungel das Ding aus. So. Schon ist das schon ausgeschnitten, für das es ein bisschen mehr schnell geht. Also, dann holen wir nur den zweiten Männchen hier. Voilà, so ist es ausgeschnitten. So. Und dann nehmen wir da hin. Und das so machen wir eine Nuss. Und du weißt nicht, wie wir eine Nuss machen. Und zwar brauchen wir dafür ein Fudem, ein Zwirn, und dann doch eine Null.
der im Prinzip als Klang-Null gut. Und ich muss mich rausholen, weil ich gesehen habe, so gut an der Kräne steht vor dem nicht dran. So. Also, dann machen wir Knut. Und ich hoffe, dass ich frei nach Fäße das geht. Also, ein bisschen rundherum. Und dann fährst du so. Zieht es da durch. So. Und dann geht es drums. Vier. Rundel zu schneiden. Wir kriegen Rundel einfach so aus einem Stück Futter. Ach, Quatsch, aus einem Stück Stoff. Mehr fallen nicht. Zweimal. So. Und dann haben wir so. Also, wir schneiden die Häuten vorn. Kann man noch ein bisschen klein. So, dann wollen wir das dann also nehmen. Dann holen wir plus ou moins einen Kreis. So, und dann holen wir es Null. Und da geht es darum, die Bewegung zu machen, die dritte Bewegung zu machen. Ich weiß nicht, der fährt mit der Null dran. Und da geht er raus. Ich nenne das raus, dann kommen wir durch raus. Und dann gehen wir ran und dann gehen wir raus. Und zwar so lang, bis das Null gefüllt ist. So. Und dann ziehen wir das einfach ein bisschen raus. Passt du, ob das nicht so weit geht, dass der innen noch ein Stückchen vor dem Hut. Dann fahren wir weiter. Also ihr müsst wirklich ran, raus, ran, raus. Also raus, ran. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Die dritte Bewegung eben. Ran, raus, ran, raus, ran, raus. Bis er null gefüllt ist, dann ziehen wir es am Hallen raus. Ohne, dass das Ganze entfutscht. Auch schon entfutscht. So. Voilà. Und da fahren wir so weiter, bis wir am Anfang gekommen sind. So. Auch schon sind wir. Hallo. Hummer, so wie ich klangen. Wie so ein kleiner Porsche oder wie man das nennt. So, und dann holen wir Watt. Schon viel Watt gemacht wird. So, wenn das nicht durchgeht. Watt kriegt er überall zu kaufen, wenn er noch kein Watt holt, gut daheim, und Mama hat keine Zeit, um zu verkaufen zu gehen oder so. An den alle Küssen, du findest die. Aber wenn Mama Fleisch oder Boma oder irgendein ein bisschen in die Küsse geht, du hast die dort was dran. Der kann die vielleicht auch gebrauchen. Also, und die holen wir an die Mama hier dran. Das ist schon zu viel. Dann ziehen wir ein bisschen raus. So, voilà. Und dann ziehen wir, wenn wir das hier ordentlich gemäht haben, ziehen wir das zusammen. Ich muss immer probieren, alles dran zu kriegen. So, das lohnt nicht. Viel dran, wir machen ein bisschen klein. Vielleicht tun wir mal als Null, was wir mal gepickt tun. Voilà. So. Und dann muss man ein Knot machen. Also. Das ist immer gut, wenn ich kein Dick fangen wird. Bei mir ist das immer so eine Sache. Ich gehe meistens schief. Ich mache mein Best. Also. Voilà. Das ist als Null. Schneiden wir die Wurzeln weg. Und für das das ganz hält, haben wir uns ein Passpistol. So, die passen wir entweder der Pasch zu tun oder der Bitz zu tun. Das haben wir gehabt, sie gesprungen. Das hält. Oder wir bitzen zu tun. Ich weiß es noch nicht. Nein, kann man Paschen zu alle haben. Wir machen Pasch, da drauf. Und dann drücken wir das einfach da, wo er nur sie will, drücken wir drauf. So. Und dann haben wir den Schwach, dass wir das ein bisschen unheilen, dann haben wir den Schwach zwischen. Wir machen knapp als an. Da haben wir verschiedene Sorten, verschiedene Dicken. Weil das wieder losgeht. Ihr probiert einfach ein bisschen aus, was dir am besten gefällt. Oder. Und das, das gefällt mir nicht, könnt ihr das Ganze auch einfach nehmen, drauf malen. Und zwar machen wir einfach, da muss ich aber aufpassen, dass das nicht durchgeht. Machen wir hier einen Punkt und hier einen Punkt und dann haben wir es auch. Wie gesagt, das ist die Idee, was ihr am liebsten wollt machen. So, dann haben wir am Anfang schon ein bisschen Snaps gemäht. Wenn wir uns Dinge aber gucken, da sind noch
zwei Stecker, die ich vorwärts machen kann. Und hier kann ich auch noch so Stecker holen. Dann holen wir einfach ein Steck, wie das hier. Und dann muss man vom Gehäuse entweder mit dem Bleistift zwischen 4 oder probiert einfach aus. Also innen brauchen wir hier ein feierreiches Steck. Das könnt ihr hier sehen. Oder? Ja. Und dann oben machen wir das ein bisschen mehr rund. Also. Voilà. Und dann legen wir den hier hin und dann machen wir dasselbe noch für die andere Seite. Vielleicht. Ja, oh, ein bisschen krumm. Voilà. So. So, und dann, wie das besser hält, passen wir es an. Aber nicht richtig wirklich viel passen. Ihr macht just einen Drops und mit. Ein kleinen Drops. Und dann leder es hin. Dann hält das ganz, dann verrutscht das ganz der Schnitt. Ich meine, ich muss ein wenig neu. Vertrauen damals, das hält das ganz nicht. Also, dann machen wir das selbst auf der anderen Seite. So. Schüss den Drops und dann leder es hin, da wo der hinfällt. So, und dann machen wir das selbst hier. Hier kann man zwei Drops machen, weil das ein bisschen groß ist und dann legen wir das an den Eck. So. Was das schon geschieht? An der Loh geht er dann bitzen. Wenn wir die Dinger da alle gut lassen. So. Also, wir brauchen Raum, weil im Prinzip sind wir los schon. Ich weiß nicht, ob ich da nicht noch gemäht habe. Aber der Dutzend muss man anbitzen. Die kleinen Stecker, die wir hier haben, die müssen angebitzt gehen. Da und hier und hier. Und dafür haben wir am Anfang zwei Nullen. Den, das ist die Klang für den heute vor dem. Ich wollte aber noch etwas weisen, dass das. Ich probiere das hier dran zu kriegen. Gut, das geht. So. Voilà, voilà. Machen wir mal so Knöthannen. So. Und dann muss man das kurz anbitzen. Die Furf, die der los tut. So, also wir haben hier einen Knut. Die müsst am Fungal für den Anfang halten. Den ist nicht deckst. Du darfst mal am Fungal, wenn der nur ein Null da dran macht, musst du aufpassen. Natürlich mit 10 so raus. Aber passt auf, dass er nicht bis ganz geht. Hier ist es glücklicherweise hängen geblieben mit Kasin, dass es dann durchzieht. Du verzieht es ungefähr so weit. Und davor da, also wir sind raus und dann gehen wir am ran. So, wir am raus. Und dann muss man probieren, da sind zwei Vierter an Befehlung dem Knöt, dass wir den hier dran kriegen, dann hält die vor dem. So, weil da kann das sein, wie ich weiß nicht, was da bleibt dran. So, und da fängt man an mit Bitzen. Also, aufpassen. Wir fahren ran an die eine Seite, und da fahren wir die andere Seite raus. Und da muss man auch innen rauffahren, weil es sind da ganz viele, die, oder schon der Anfang schon so gemacht, ja, das ist falsch. Die muss immer auch dann der Moment von innen rumkommen. So. Und da fahren wir am Fungehol hier und rum, für die Bewegung zu machen. Für die, die schon ein bisschen schnell sind an denen Sachen, die können auch ein bisschen anders fahren. Das ist der Fuhr ran, an die andere Seite raus. Ran. Und die andere Seite raus. So, und dann ziehen wir drunter. Dann haben wir das zwei direkt an einem gemäht. Voilà. Das muss noch nicht perfekt sein. Das ist eher der und eher ein Part, der da macht. Der macht den am Fungel so, wie nicht am besten gefällt. So, voilà. Und das macht er am Fungel da nach, und der macht das da nach, und der macht das da nach. Und dann sehen wir am Fungel schon mal den bäußigsten Deal. Was wichtig ist, ist, dass der Wander der Patz 4 etwas machen wie hier oder da, der muss immer das dort ganz fertig schon, ehe er die zwei Sachen zusammensetzt. Weil der Not geht es schwer, für da noch viel drum zu schaffen. Dafür immer für dich die Fischzeit oder wenn der Hannen auch will, etwas machen, fertig machen, ehe er das ganz zusammensetzt. So, und lo. Jede Trems, lo setzen wir, lo patzen, lo patzen wir nicht, lo bitzen wir rein zusammen. Und zwar schon extra die zwei Ohren, das habe ich klein gemäht, wie das tut, der Fisch zu erklären. Der muss das
so drehen, dass sie oben nie leihen. Das heißt, wenn du zum Beispiel zwei, stell dir vor, du hast Hannen, du hast vier. Dann muss da, wenn das dort vier ist, muss das umdrehen und das hier umdrehen. Weil sonst kriegen wir das hier nicht ordentlich gebitzt, wie das in der Not, dass das Band dran ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß nicht, noch ein bisschen. Normalerweise ist das dort draußen und das hier ist Hannen. Aber was wir machen, ist, wir lehnen den dort und den dort zusammen. Das ist ein Fungel, das sich begucken. Dass die Fische und die Hönnischzeit sich spannend dran begucken. Dann lehnen wir das zusammen. So, und los in uns klammern gut. Weil die halten das ganz, oder ernullen, die Vorwischnullen, die ich gewesen habe, die halten das ganz am Fungel zusammen. Also, der machen wir da pur dahin, damit das nicht verrutscht. So. Voilà. Ich meine, das geht da. Und dann holen wir Eisen. Vor dem, wir machen am Eisen. Knut. Probieren wir. Das geht. So, und da fahren wir am dieselbe System. Wir setzen alles mit so ein Stückchen. So weit. Bisschen. Nicht so weit. Setzen wir an, fahren ran. Passen auf, dass es uns nicht verrutscht. Dann fahren wir raus. So. Und da probieren wir hier zwischen die zwei Pferden zu kommen. Das geht natürlich los. Doch, das geht. Voilà. So, und dann ziehen wir. Voilà. Aber wenn die bis sitzt, da kann ich nämlich ganz viel passieren. Hallo, fahren wir durch. Wir fahren innen ran. Probieren ein kleines Stückchen zu fahren, dann fahren wir die andere Seite raus. So. Und da fahren wir los. An dem System fahren wir los über den ganzen Teil. Aber, aufgepasst, der muss dir ungefähr so ein Stückchen Platz lassen. Vier, der Not können das füllen. Schon das schon präpariert. Das ist für mich noch wie lange am Gang. Also, ich bin rundherum gefahren. Ganz rundherum und schon hier nieder Platz gelassen. Das tun wir los. Los ist wichtig. Du musst mir den ganzen Trick umdrehen. Und zwar, indem wir das Ganze hier durch das kleine Loch rausziehen. So, dann hoffen wir, dass das nicht so nie fällt. Nein. So. Man hat gesagt, das ist ein bisschen verwurstelt, das zerknuschelt aus. Aber pass mal ab. So, die andere Seite doch. Und dann muss man aufhängen, die Ohren hier, die sind ganz dran gewurstelt, die muss man auch rauskriegen. So, zwar kann ich dafür auch so ein, ich weiß nicht, wie ich so ein Trick holen, dass der Bleistift holt und dann ein bisschen direkt, und nicht zu viel fest, weil das ist das ganz am Grab. Mit Bissen. So, einmal, dass wir das an der Seite noch machen. Noch ein. Hip, hip, hip. Will den nicht. So, und dann fahren wir auch ein bisschen mit dem Bleistift ran. So, und schon tun wir rein. Voilà. Das ist dann. Muss ich nicht mal von den Numen gehen. Weil das sind so Dinge, die also selbst Unpersönliches. Ich weiß noch nicht. Wir nennen ihn dann Pit. Alle, komm, wir nennen den Pit. Der Pit ist ein bisschen Platz. Das ist zuerst ein Sie, oder? Alle, wir bleiben beim Pit. Den ist ein bisschen Platz, den füllen wir mal. Dafür brauchen wir ein Wort. Und am besten fängt er an mit den Ecken, wie das hier. Wenn du eine Hand. Dinge zu mit deiner Hand, da fängt er bei, oder bei der Face, da fängt er für dich mit den Wurzeln an, weil sonst kriegt er sie nicht gefüllt. Da der bisschen holt und da fährt er bis oben hin. Auch hier kann er immer den Bleistift dabei holen und am Bleistift dann die Wadde dran drücken, wenn er nicht gut beikommt. Mehr im Prinzip geht das aber bei so kleinen Männern wie den heute, das ist kein Problem. Da fahren wir dann hier ran mit dem nächsten Stück bis rauf. Und dann der Rest. Und nun fängt schon gemäht. Und dann muss man die just dran kriegen. Fängt schon an, den Bauch zu kriegen. So. Ah, die will nicht. Die wird hier nicht verloren. Und noch ein bisschen.
ein bisschen dick genug aus, so wie es euch gefällt, wo das Material ist. Was ihr auch könnt holen, auch schon probiert zu tun, ich meine, das ist die Rose anhand drunter, du hast innen als Reis dran. Wenn du nämlich Reis dran macht, dann kriegt das ganz ein gewisses Gewicht. Und wenn innen der Reis sitzt, dann bleibt das Ding stehen. Momentan bleibt das Ding nicht stehen, aber wenn der Reis dran macht, ist das ganz anders Gefühl, das ist nicht so das Müll, mit das ist so etwas, das ist schon flott. Muss probieren. Und dann rutscht die rauf und dann bleibt Gewicht innen und dann bleibt noch normalerweise bleibt da stehen. Das heißt, die können auch Kern dran machen. Die können am Anfang ganz viele verschiedene Sachen dran machen. So, ich gebe es so an. Wir lassen ihn so. Wie ihr seht, habe ich heute, das verzeihe ich den Toten, habe ich eine andere Fuder geholt. Das ist ein bisschen wie ein dicker Fuder, den aber ganz flott ist, für so rundherum zu, wie du, so rundherum zu fahren oder hoch zu machen. Ich meine, du hast es auch. Die sind ein bisschen wie dick. Die kriegen dann alle Fuder. Dafür brauchen wir natürlich dann auch ein bisschen mehr. Ein dick Knoll. So, du musst an dem Moment das Loch ein bisschen mehr dick sein, weil sonst geht es aber eigentlich für dann so klein, einen kleinen Knoll zu setzen. So, also, lo einfach für das Toren zuzumachen, einfach einen Knoll holen und vor dem und das so ein bisschen dirbeln. Und dann so zusammenhängen und dann einfach selber ran, raus zu machen. Wenn der gut keine Lust mehr hat, dann kann er das auch einfach mit der Pushpistole so pushen. Das geht auch. Und dann ist er schon fertig. Das ist für den, ich wollte dir aber das hier noch erklären. Also für die Leute, die so ein bisschen als wirklich nicht mein Ding, ich hätte aber gerne ein Patz oder ein Ding, egal. Die können das ganz auch mit einem anderen Material machen. Und sonst können das mit allen Material machen. Aber wenn der mit der Pushpistole das tut zusammenpasst, das ist so dünn, du verbrennst dich die Finger. Das ist wirklich eine Mannsform. Dafür, wenn da viel zu ist, das ist für mein dickes Material. Ich weiß nicht, ich denke. Und wenn das hier zusammenpasst, da kann wirklich nichts passieren. Da geht es wirklich aus drum. Der macht dasselbe System. Der sieht dich Menschen aus, der holt dich die Papaya, der lädt den oberen Filz, denkt dran, Dübel. Abziehen, ausschneiden und du kannst das Stückchen, du musst ja nicht so viel Platz lassen, süß so alles hinausgefallen, süß so kleines Stückchen und dann ausschneiden und der Rest passt da drauf. Habe ich eine Tasche gemäht, machen wir ihn dran. Das war mir ein bisschen zu eitel, weil ich du gemäht habe, ich habe einfach einen Stift geholt und ich habe das dort einfach drauf gemalt. Kann du auch machen. So. Und dann, wenn er das zusammenpasst, muss er aufpassen. Ich weiß nicht, der ist heute runter. Der holt die Passpiste und muss so, wir passen das hier mit dem hier zusammen. Ich weiß nicht, der ist. Dann muss er wirklich ganz los mit ihrer Passpiste so rauffahren. Und wenn der los Stück vergisst, wie du, dann muss er nicht danach drüber fahren, weil alles, was der los nicht passt, das geht ein Loch. Und dann geht er wohl da durch. Dafür musst du ein bisschen aufpassen, dass der wirklich den Bauchbannen passt. Und dann zudreckt. Einfach dreckt, das ist kein Problem. Das geht nicht vor. Also, das ist nicht schrecklich vor. Und dann, wenn du siehst, dass du so Stücke vergisst zu passen, dann einfach mit der Passpistole rum zu machen. Und mehr sind das. Dann wurde auf dem anderen Ohr passt, den gepasst ist. Ihr könnt das auch mit einem Handtuch machen, weil ein Handtuch ist auch ein bisschen dickes Material und das geht selber gut. Den ist dann noch ein bisschen Müll, weil viel aus er, weil dem noch was entdeckt hat, holt, als er da ein bisschen Stäufe ist. So, ich meine, schon nicht vergessen. Also, wenn ihr froh seid, der fand mich bestimmt. Wenn nicht, dann probiert es aus. Aber wenn nicht, oder bestimmt irgendjemand in der Familie nicht helfen kann bei so Sachen. Weil Bitzen ist wirklich etwas, was Jitfrin irgendwann in seinem Leben gemäht hat. Und das ist etwas ganz Flottes, weil ich ganz viele Sachen kann damit machen kann. Probiert es aus. Ich wünsche euch viel Freude. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, wenn ihr bis fertig seid. Bis gespannt, Kia. Tschüss.